liebe Gurmuklik-Freunde, liebe Concord-Freunde, hier ist der Geschäftsführer, Herr Baumgartner, und er hat Neuigkeiten. Und die Neuigkeiten, man sieht es gerade, hier wird das Fahrzeug schon fotografiert. Die neue Baureihe, wie nennt sich dieser Traumwagen? Das ist unser Centurion, unser Flaggschiff, mit dem wir zum Karawansalon jetzt hier mit einer kompletten Neuüberarbeitung starten. Jetzt stehen wir also zwischen den zwei Flaggschiffen, die neu auf dem Markt sind. Was ist denn der Unterschied zwischen diesen zwei Fahrzeugen? Wir bauen den Centurion als teilintegrierten und als integrierten. Teilintegriert ist ja, wie in der Branche üblich, ein Originalfahrerhaus. In dem Fall ist es bei uns das Mercedes Actros Gigaspace Fahrerhaus. Und der integrierte ist die klassische Liner-Bauweise. Für unsere Kunden der Unterschied ist, wenn ich das Fahrerhaus habe, habe ich natürlich einen sehr materialischen Auftritt. Ich habe die Actros Front, habe aber auch Vorteile. Ich habe zwei Türen, Fahrerhaustüren, kann vorne außen einsteigen. Und was ganz komfortabel ist, wenn ich zu mehreren reisen möchte, ich habe vorne im Fahrerhaus bis zu 5 Sitzplätze und hinten nochmal einen Sitzplatz. Habe ein sehr leises Fahrerhaus, weil das Actros Fahrerhaus ist ja bekanntlicherweise ein Fernverkehrsfahrerhaus mit einer sehr hohen Schalldämmung. Und bei dem integrierten habe ich diese große Panoramascheibe. Ich habe meinen Wohnraum integriert in das Fahrerhaus, wenn ich die Sitze rumdrehe. Das sind so die beiden wesentlichen Unterschiede. Also Innenraum rein theoretisch identisch, nur vorne Front oder? Beim Innenraum gibt es ein paar kleine Unterschiede. Das geht von der Bauweise. Wir haben hier bei dem Teilintegrierten eine größere Garage. Deshalb steht das Vorderrad vom PKW auf der Hinterachse. Dadurch ist mein Schlafraum eine Stufe höher. Drüben bei dem Integrierten können wir einen Smart hinter die Hinterachse stellen und haben natürlich dann fast ebenen Schlafraumboden. Im Wohnraum, das geht dann nach Fahrzeuglänge, hier ist bei dem Integrierten ein etwas größeres Bad drin mit separater Toilette. Und das sind so die wesentlichen Unterschiede. Und jetzt warten wir natürlich gespannt, wie es aussieht, wenn man drinnen sich da umgibt. Darf man da mal rein? Da gehen wir jetzt mal rein, ja. Gut. So, jetzt hier drin, neue Maßstäbe sind gesetzt. Ich fahre selber Liner und weiß den Unterschied sofort. Allein schon die Polstergruppe, die sieht schon ganz anders aus. Irgendwie kann man die verstellen an Display an. Ja, wir sind jetzt hier, wir nennen das den Salon. Das sieht man schon an den Ausmaßen. Das Lightout ist ausgefahren. Wir haben 2,50 Meter hier Wohnraumbreite. Und wir haben sowohl die Sitzgruppe, die Lounge vorne so angeordnet, dass die auch einen echten Mehrwert hat bei ausgefahrenem Slide-Out. Wir können hier unsere Relax-Lounge-Sessel verstellen, wir können uns da in der Liegestellung begeben. Und das kann ich ja mal demonstrieren. Wenn ich jetzt hier auf den Sitz draufsetze, dann kann ich hier den Relax-Sessel mit einer Fußstütze, die kann ich hochfahren und kann dann auch noch weiter in eine Liegestellung kippen und habe hier dann die Möglichkeit, wenn ich einen Fernsehabend machen möchte, wir können ja mal darüber blenden, wenn ich dann hier mein Fernsehgerät ausfahre, ein sehr großes Gerät, ein 40 Zoll Gerät mit einem gebogenen Bildschirm. Dann habe ich hier eine ganz tolle, gemütliche Sitzmöglichkeit. Das heißt Fernsehschauen im Schlafen fast, ha? Im Schlafen, ja. Wenn ich dann noch Besuch kriege und habe hier noch mehr Gäste, dann kann ich hier auch noch den Bildschenkel ausfahren und habe auch hier 50 cm mehr Platz zur Verfügung. Auch hier in der Pantry haben wir uns das zunutze gemacht, dass wir die Wand nach außen fahren. Wir haben aber dann hier die Küche so konstruiert, dass wir auch die Küche verbreitern können, dass dann durch diesen 50 cm Raumgewinn auch eine
große Winkelküche entsteht, die diesen Raum nutzt. 50 cm kommt die jetzt raus. Ja. Das ist das, was im Slide-Out drin ist. Der Slide-Out geht, ich glaube, 50 cm raus. Und das können wir so gewinnen. Für uns ist es ganz wichtig, deshalb ist diese ganze Möblierung und Konstruktion vom Slide-Out so gestaltet, dass man sowohl bei eingefahrenem wie bei ausgefahrenem Slide-Out das Wohnmobil voll benutzen kann. Wenn ich also eingefahren bin, abends irgendwo auf dem Parkplatz, nur für eine Nacht stehe und nicht groß was machen möchte, dann habe ich einen normalen, schmalen Liner. Und wenn ich dann auf dem Stellplatz bin, dann fahre ich aus und habe hier diese Großzügigkeit. Hier stehen wir jetzt in unserem Wellnessbereich. Ist alles sehr hell gemacht. Es fängt schon beim Fußboden an. Wir haben hier eine Trennung im Fußboden. Hier ist dann ein Marmorboden im Nasszellenbereich. Vorne haben wir so einen Schiffsdeckboden. Wir haben hier eine sehr große, geräumige Dusche. Und auch für großgewachsene Menschen ist sehr wichtig zu wissen, dass unser Fahrzeug nicht die übliche Innenraumhöhe von 2 Meter hat, sondern von 2,10 Meter. Deshalb ist auch die Regenwalddusche, die da angeordnet ist, so hoch, dass man noch drunter duschen kann, ohne sich bücken zu müssen. Und auf der anderen Seite ist nochmal eine Glastür, die hier so patiniert ist. Und da hinten dran verbirgt sich dann die Toilette. So, wir haben jetzt hier im Waschbeckenbereich, haben wir nebendran den Handtuchheizkörper angeordnet. Das ist hier mal eine ganz andere Bauweise. Wir bauen ja den Centurion auf dem Actros auf und haben dadurch auch ein paar Gewichtsreserven. Deshalb ist jetzt hier der Handtuchheizkörper ein Steinheizkörper, in den die Warmwasserschlangen eingelassen sind. Es gibt eine sehr schöne Wärmeausstrahlung und ich kann vorne dran trotzdem meine Handtücher aufhängen zum Trocknen. Und jetzt geht's zum Highlight dieses Fahrzeugs. Das ist eindeutig das Schlafzimmer. Das verbirgt sich hinter dieser Tür. Die sollte sich jetzt automatisch öffnen. Und wenn man da reinschaut, dann sagen wir gute Nacht und bleiben da bis morgen oder Mittag spät liegen. Ich sehe da, die Betten sind schräg angeordnet. Ja, das ist hier unser Schlafraum oder auch, wir reden auch immer von Landjachting, die Eignerkabine. Wir haben das Bett, das übrigens sehr breit ist, das ist 1,80 Meter breit, leicht gedreht, weil wir hier noch eine Mediawand haben mit einer Stereoanlage und einem Fernsehgerät. Und so haben wir die Blickrichtung direkt hier auf die Mediawand gerichtet. Das ist der Effekt, aber die Idee, das Bett leicht zu drehen, kam daher, dass wir dadurch, dass hier ein Pkw unten drunter steht, weiter um das Bett rumlaufen können, weil wir immer beim Pkw die Außenspiegel haben. Die müssen auch irgendwo unter das Bett drunter passen. Wollen wir da noch zu den Maßen irgendwie was sagen? Wie sind wir denn da in der Länge? Wir sind am Limit, was die Straßenverkehrsordnung uns zulässt. Die Autos sind, in dem wir hier drin sitzen, er ist 11,60 Meter lang und der Teilintegrierte durch sein Fahrerhaus ist dann 12 Meter lang. Klar sind sie beide 4 Meter hoch und auch 2,50 Meter breit. Von den Tonnen wollen wir da auch noch was sagen? Gehen wir da schon auch ans Limit? Von den Tonnen haben wir das Fahrzeug mit zwei Achsen, hat eine Tonnage von 18 Tonnen. Das ist auch das Limit. In Deutschland darf ein Zweiachser, wenn er kein Omnibus, maximal 18 Tonnen haben. Und der Teilintegrierte hat ja hinten eine gelenkte Doppelachse. Da können wir theoretisch bis 26 Tonnen gehen. Den haben wir aber abgelastet auf 22 Tonnen, weil es bei uns im Frankenland viele Brücken gibt, die bei 22 Tonnen gesperrt sind. Wir haben trotzdem noch 4,5 Tonnen Zuladung, also das ist kein Problem. Herr Baumgartner, im Hintergrund hören wir die Begrüßung der Gäste. Es ist der erste Tag hier in Düsseldorf. Ihr werdet jetzt einen Ansturm haben, vor allem auf dieses Fahrzeug. Und da verabschiede ich mich. Jetzt müsst ihr euch den Gästen widmen. Ich sage danke, dass ich reinschauen durfte. Über Preise reden wir hier nicht. Ich kann auch die Preise nennen. Wir brauchen uns da vor nichts zu verstecken. Der
Integrierte, der kostet knapp um die 600.000 Euro hier in der Vollausstattung. Und der Teilintegrierte ist dadurch, dass der Mercedes-Anteil deutlich höher ist, das aufwendige Fahrerhaus und die Doppelhinterachse, der liegt bei 750.000 Euro. Gut, dann braucht es aber dann nichts mehr, keine Markise mehr oder irgendwas. Das ist dann Vollausstattung, ja. Gut. Also, Herr Baumgartner, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich wünsche euch eine gute Messe, viel Erfolg. Ich glaube, die Leute kommen, werden kommen und wollen ja ihrem Hobby, respektive Urlaub, nur die schönste Zeit mit einem Wohnmobil eben dann irgendwo in fremden Ländern oder in Deutschland verbringen. Danke, dass Sie vorbeigeschaut haben.